Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir sind wieder am Start, natürlich mit dem neuen Album von Elif. Und ich freue mich immer noch sehr darauf, mit euch hier alles Einzelne anzuhören. Wir haben heute am Start, weil du mich nicht geliebt hast. Ich habe euch, by the way, auch mal eine Playlist ready gemacht. Da habt ihr alle meine Elif-Reactions drin, also auch von diesem Album alles in der richtigen Reihenfolge. Schaut da gerne rein, falls ihr auch von den älteren Reactions irgendwas verpasst haben solltet. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier rein bei Weil du mich geliebt hast. Und ich freue mich, dass ihr so aktiv am Start seid. Ich sehe auch alle Insta-Stories, wie ihr die Videos schaut. Das freut mich sehr zu sehen. Deswegen dicken Kuss an alle auch. Ich lese alle Kommentare. Vielen Dank, freut mich immer sehr, wenn ich die Namen so wiedererkenne, auch von Insta oder in den Kommentaren. Deswegen vielen Dank, Freunde. Und check gerne mein Instagram ab, by the way. Dort habe ich auf jeden Fall zwei Bilder mit Elif und auch so ein paar Behind-the-Scenes-Stuff letztens. Als wir uns in Berlin gesehen haben, war ich bei ihrem, bei so einem Auftritt, den sie hatte quasi, am Start und auch bei der Release-Party, da habt ihr nochmal ein paar Videos von den Events. Ansonsten würde ich sagen, starten wir. Ich freue mich. Let's go. Boah, sehr geiler Anfang vom Beat. Depression in meinem Kopf, ruf dich an, doch bin geblockt. Keine Ahnung, was du denkst, jede Stunde macht bekloppt. Doch du weißt, du wirst hören von mir. Bald trägt deine Schwester auch Merch von mir. Boah, okay, ich sag's, wie es ist, das ist eine starke Zeile gewesen. Bald trägt deine Schwester auch Merch von mir. Das ist eine sehr, 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 sehr starke Zeile. Ich fand den Anfang vom Beat richtig schön. Schwester auch Merch von mir. Hab dir vertraut, aber warum? Siehst den Zauber nicht in uns. Willst mich einfach so verdrängen, damit kommst du nicht davon. Aus, buch dein Ticket und dann ab. Denn bald hängt mein Plakat in jeder gottverdammten Stadt. Boah. Wisch die Tränen weg vom ersten Song. Der Vorhang fällt, alle willkommen. Schau Maske on and on and on. Boah, ey, ganz kurz, wie vielseitig ist dieser Song allein schon? So ein Beat habe ich gefühlt noch nie gehört. Jetzt gerade so ein bisschen dieses Gedrückte, was reinkommt, mit so ein bisschen, ja, diesen rauschenden Elementen auch, die draufgepackt worden. Es hört sich richtig, richtig unique irgendwie an. Also auch das ganze Album bis jetzt vom Sound her, es ist schwer, was Vergleichbares zu finden, finde ich, weil Elif echt super, super viel ausprobiert hier. Boah. Ich habe nicht mit dieser Energie gerechnet jetzt auf einmal. Es war ja vorher so sehr ruhig, es war so sehr, sehr bestimmt irgendwie. Auch mit diesem Beat, dieses und wie sie eben auch ganz persönlich sich geöffnet hat eben. Und was sie ja allgemein in diesem Album wirklich macht. Und dann diese Energie, bam, du hast mich nicht gewollt, jetzt wollen mich alle, jetzt kriegen mich alle. Boah. Das ist wirklich wie so ein Befreiungsschlag, finde ich, so. Fuck it, ich zeig's dir jetzt 1 Million Mal mehr, wie viel ich wert bin, wie die Leute mich, meine Musik, meine Kunst mögen, lieben, appreciaten. Weil du mich nicht geliebt hast. Ja, du triggerst diese Stelle, wenn du gehst und dich nicht meldest. Saug dich aus wie eine Zecke, stich ab die Zigarette. 1000 Menschen und das Licht gedimmt. Baby, glaubst du echt, ich lasse dich gewinnen. Boah, ich weiß nicht, ich liebe einfach diesen Vibe, den sich hier versprüht so damit. In einem Fernsehen, Radio, schwarze Haare, Lippen rot. Es fängt an mit deinem Ton, heute verdiene ich mit dir Brot. Süße Rache mit Musik und so. Ich schwör bei Gott, du wirst mich nie mehr los. Boah, so dieses bisschen dieses Eklige auch da drin. So, ich schwör bei Gott, du wirst mich nie mehr los. Ich bin viel zu groß. Das hat sich sogar gereimt gerade, holy shit. Call me, wenn ihr Hilfe bei Texten braucht. Dieses, keine Ahnung, ich werde einfach viel größer als alles, was du dir je hast vorstellen können. Diesen Aufbau mag ich richtig gerne jetzt, diesen Aufbau. Jetzt viel schneller wird und sich hocharbeitet. Und jetzt die Explosion. Stark. Ganz kurz, das live muss so scheppern, das muss so geil sein live. Stark. Du hast mich nicht gewollt, deshalb kriegen mich hier vorne. Sie singen meine Lieder, weil du mich nicht geliebt hast.
Ich mag auch diesen Beat, das ist halt so ein ungewöhnlicher Beat. Aber ich meine ungewöhnlich auf jeden Fall im positiven Sinne hier. Wisst ihr, ey, wenn ich sterbe, ist auch ein wunderschöner Song. Aber auf jeden Fall im Positiven. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Krass, ich habe mit dieser Energie nicht gerechnet. Ich dachte, das wird ein viel ruhigerer Song. Der ist ja auch zeitweise irgendwie war gerade am Anfang. Aber dann diesen Aufbau, der sich so immer weiter hochgepusht hat irgendwie. Und es hat thematisch voll gepasst, weil wir erst so diese Sehnsucht hatten, diese Unterdrückung irgendwie auch hatten, diese Liebe, die nicht erfüllt worden ist, hatten. Und dann diesen Abschluss, das war so ein Kreis, dieses... Weißt du was, fuck it, okay, dann halt nicht, dann scheiß drauf, scheiß auf dich so und bam, ich geh einfach, ich werde viel größer aufblühen, als du es dir jetzt vorstellen können. Du wirst mich nicht mehr los, weil ich überall hängen werde, jeder wird mein Merch tragen, du wirst mich nicht mehr los. Und das hat irgendwie voll gepasst zu dieser Explosion im Song, dazu noch vom Sound her, wirklich super unique irgendwie. Definitiv bis jetzt einer der... dieser Top-Songs vom Album, würde ich sagen. Allein vom Aufbau her hat mich da voll gecatcht. Ich freue mich sehr. Wir schauen mal, was wir dann morgen bereit haben. Morgen sind wir am Start mit Du hältst meine Liebe nicht aus. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr alle so aktiv am Start seid. Es freut mich sehr. Und das ist einfach nice, dass ihr mit mir das Album nochmal so ein bisschen durchhören könnt und meinen Gedanken lauscht. Ja? Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt am besten einfach so fresh und gut aussehen wie immer, Freunde. Und ciao.